Firma Meusburger gibt es bereits seit 1980 einen Werkverkehr für die Mitarbeitenden. Wir transportieren damit 230 Mitarbeiter, das ist mehr als ein Drittel der Belegschaft vor Ort. Das heißt, wir sparen uns 230 Parkplätze, 230 Auto haben weniger CO2-Ausstoß und genauso viel haben wir natürlich weniger Lärmbelastung. Der erste Bus transportierte die Mitarbeiter nach einem Standortwechsel des Unternehmens im Jahr 1980 von Dornbirn nach Wolfurt. 2014 besteht der Werkverkehr aus 33 Kleinbussen. Die weiteste Entfernung, wo die Werksbusse herfahren, sind 70 Kilometer. Das heißt, wir haben Werksbusse, die im Vorarlberg fahren, aber manche fahren sogar auch nach Deutschland. Also Raum Wangen, Isny fahren die daher oder Lindau und legen sie doch einige Kilometer zurück. Der Werkverkehr ist ein Gewinn für Mitarbeitende und Unternehmen gleichermaßen. Das rechnet sich für uns auf jeden Fall. Weil allein, wenn ich denke, was ein Parkplatz kostet, die Fläche, die da zur Verfügung stellen muss, hat sich ein Bus sehr schnell gerechnet. Die Werksbusfahrer werden in 2-Jahres-Rhythmus geschult im Fahrsicherheitstraining, dann einmal Spritspartraining, so, dass sie auch effizienter herfahren. Alle 4, 5, 6 Jahre müssen wir die Busse tauschen, je nachdem, wie viel sie im Einsatz sind. Teilweise sind die Werksbusse sogar doppelt belegt, das heißt, die fahren in der Normalarbeitszeit und es besteht dann die Möglichkeit, dass der Nachtschichter den Bus übernimmt, also doppelt im Einsatz am Tag, das ist noch effizienter nachher für uns. Und wenn Bedarf ist, wir wachsen sehr schnell, dann werden automatisch Busse nachbestellt, es werden heuer sicher wieder 3 bis 5 dazukommen.